uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen wieder bei Peru Plays, live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru. Ja, herzlich willkommen zurück bei Police Simulator Patrol Officers. Ja, jetzt am 4. September gab es ja nochmal ein neues Update. Ich werde das jetzt nicht groß thematisieren, das waren hauptsächlich grafische Updates, Bugs, Fixes. Deshalb werde ich da jetzt nicht so weiter drauf eingehen. Wir werden ganz einfach mal reingehen und schauen, wie ist so der aktuelle Stand hier. Es fehlt uns ja insgesamt nur noch ein Dienststern, dann sind wir komplett. Jetzt frage ich mich natürlich, was passiert dann, wenn wir diese ganzen Sterne haben? Kriegen wir dann die goldene Uhr und gehen in Rente? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir wählen uns jetzt mal eine nette kleine Schicht aus. Trotz aller kleineren Unzulänglichkeiten dieses Spiels, bin ich doch ziemlich sicher, dass ich mir das Ganze nochmal für Steam Deck holen werde. Warum? Ganz einfach deshalb, weil man hier ja Schichten beliebiger Länge auswählen kann. Ne? Wenn du jetzt nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mal Pause hast und willst mal schnell zocken zum Entspannen, kein Problem, dann kannst du eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Schicht auch machen. Das finde ich fantastisch. Wir werden heute mal nicht als Highway Patrol starten, sondern als ganz normale Schicht in der Stadt. In der Innenstadt, ne? Jetzt hier sehe ich gerade Nelson Hill. Nelson Hill ist okay. Den nehmen wir hier. Mit dreiviertel Stunde sollte uns hier eigentlich mal reichen, um da mal wieder reinzuschauen. Leute, wenn es euch gefällt, natürlich wie immer, gilt nicht vergessen, ne? Like da lassen, Follow da lassen, ne? Gerne die Glocke läuten, damit ihr auch die nächsten Folgen hier nicht verpasst von Police Simulator Patrol Officers. Und dann sehen wir uns, ne? Goodie. Ach so, bevor ich es vergesse, ihr dürft natürlich die Videos auch gerne teilen, ne? Ist überhaupt kein Ding. So, ich glaube, wir lassen ihn mal so. Wir lassen ihn jetzt mal so. Wir ändern da jetzt mal nichts. Wir gehen in der ganz normalen Streifenuniform los. Ich muss ehrlich sagen, so die Standard-Ziviluniform... Alter, hier überschlägt sich schon wieder alles. Warte mal. So. Gottes Willen, was ein Gesabbel hier. Endlich wieder Ruhe in der Butze. Haben wir tatsächlich noch hier dieses Flievertüt in der Highway Patrol Lackierung? Das Ding ist geil, ne? Ist eigentlich für die Fußstreife gedacht. Trotzdem als Highway Patrol Lackierung verfügbar, finde ich witzig. Kann man machen. Das ist aber jetzt nicht der Wagen, mit dem ich eigentlich Streife fahren wollte. Deshalb würde ich gerne in die Garage und mir mal einen Wagen meiner Wahl aussuchen. Hallo? Ich muss mit dem Wagen rein, ne? Hilft nichts. Na gut. Dann fahren wir mal kurz den Wagen der Highway Patrol hier rein und tauschen ihn gegen ein, in Anführungsstrichen, normales Fahrzeug. So. Mal sehen, ob wir hier unfallfrei rückwärts reinkommen. Jawohl. Ja, wer kann, der kann. Oh! Das war ich nicht. Das war... Junge, Junge. Ach, der hat jetzt nur die Schnellreparatur gemacht. Oh Gott, Leute, ihr seht schon, ich war ein paar Tage nicht mehr drinnen, ne? Es wird Zeit, dass wir mal öfter wieder zusammenfahren. Ich wollte ja diese 8 Stunden... Was ist denn hier los? Ich wollte ja diese 8 Stunden-Schicht machen. So, jetzt aber. Mit euch live, aber momentan, ihr habt es mitgekriegt, bei den letzten Live-Übertragungen von PS5 auf YouTube, gab es immense Probleme. Ich habe nicht die geringste Ahnung, woran das liegt. Wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber ich muss und werde erstmal gucken, was da überhaupt los ist. Weil so macht es natürlich keinen Sinn, wenn eine Nase lang der Stream abbricht. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, jetzt schauen wir mal, wir nehmen jetzt mal hier den Standard-Skin der Brighton Police. Das ist auch völlig in Ordnung. Gucken wir mal nach unserer Ausrüstung. Den Feuerlöscher werden wir wahrscheinlich hier jetzt weniger brauchen. Was haben wir noch? Pylonen, Nagelsperre brauche ich hier jetzt auch nicht. So, Beweismarkierung. Was haben wir denn noch, was ich eventuell brauchen könnte? Notlichter, Straßenabsperrung, die haben wir zum Beispiel gar nicht dabei. Dann ersetzen wir die schon mal hier. Beweismarkierung haben wir schon, das ist ja doppelt.
Absperrpfosten, Nagelsperren, Beweismarkierung. Ja, dann nehmen wir die Notlichter noch. Okay. Gut, dann starten wir mal ganz gemütlich und relaxed in die Schicht. Ja, es gab ja, fahren wir gleich mal hinterher. Der Kollege ist nämlich gerade hier ohne Blinker, glaube ich, gefahren oder ähnliches. Den werden wir uns gleich mal schnappen, den Kollegen hier. Wollen wir doch gleich mal loslegen hier mit der Strafe. Da bleibt er mitten auf dem Weg. Wo will er denn ganz hin hier, der Kollege? Geht ja wieder gut los. Das ist eine Sache, die sie bis jetzt aber immer noch nicht wirklich in den Griff gekriegt haben, ne? Dieses spontane Stehenbleiben der Fahrzeuge, die man angehalten hat, das passiert viel zu schnell, ne? So, eine rote Ampel hat der Kollege überfahren. Da wollen wir doch gleich mal eingreifen. Wie geht es Ihnen, Officer? So. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Wir fangen jetzt genau mit den Dokumenten an. Ich habe Sie angehalten, weil Sie bei Rot gefahren sind. Da hat wer gehupt. Das hat mich abgelenkt. Ja, nee, ist klar, weil jemand hupt, ne? Ist klar. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. So. Dann machen wir mal Luki Luki. Ah, ja, hier schon mal der Ausweis abgelaufen. Geht natürlich gut los. Nee, was ich sagen wollte, es ist ja wieder ein neues Texturenpack, ein Skinpack rausgekommen für zivile Klamotten. Da ich jetzt noch kein ziviles Fahrzeug habe, also keine zivile Fahrzeuglackierung, lasse ich das erstmal. Ich werde die auch definitiv, wenn überhaupt, nur kaufen, wenn sie im Angebot sind. Weil dafür, dass es nur Skins sind, finde ich es ein bisschen zu teuer. Ich kenne das so nicht von Astragon. Ich weiß nicht, ob da ein gewisser Fabian B. seine Finger da, seine Pfoten drin hatte, dass das wieder völlig überteuert ist. Das erinnert mich so an TML, Fernbus-Simulator, ne? Völlig überteuerte DLCs, ne? Für nix viel Geld ausgeben. Da bin ich nicht dabei, ne? Deshalb, wie gesagt, werde ich das nicht so mitmachen und warten, bis das Ganze hier, ja, mal im Angebot ist. So, also, wie gesagt, der Ausweis ist hier abgelaufen, Zulassung, Versicherung, sonst alles da. Das ist gut. Grüne Krümel auf dem Oberteil. Moment. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen. Haben wir ein bisschen Cannabis konsumiert? Dann hatte ich aber keine Hupe abgelenkt, mein Freund. Dann war das was ganz anderes. Alter, der läuft ja hier. Ja, ich bin hier gerade in der Ermittlung, da muss sich der Kollege drum kümmern. So, dann mal los. Also, wir machen mal einen Test auf Drogen und Alkohol. Ich habe hier den starken Verdacht eher auf Drogen, deshalb fangen wir damit mal an. Ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. THC Amphetamin negativ. Ich werde aber trotzdem mal reingucken. Ja, der Dieb ist entkommen. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht zerreißen. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. 0,007. Damit kriegen wir ihn nicht. Ich würde aber trotzdem gerne mal in den Wagen reinschauen. Ich hoffe, ich darf das unter diesen Umständen. Wie gesagt, ich habe es jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Nicht wundern, wenn ich hier vielleicht mal ein bisschen Mist baue. Ich muss hier ein bisschen wieder reinkommen. Da säuft jemand in der Öffentlichkeit. Ekelhaft. So, ja, wir haben Verdacht. Also dürfen wir durchsuchen. Sehr schön. Mist. Ich kann ihm aber nichts nachweisen. Es ist nichts da. Schiete. Schiete, Schiete, Schiete. Schön, Sie zu sehen, Officer. Hallo. Jo, Grüße. So, Kollege. Dann kriegt er seinen Zettel und dann ist gut. Hier ist ein Strafzettel wegen Überfahrens einer Ampel. Das kostet zwischen 120 und 250 Dollar. War es das? Kann ich jetzt gehen? So gesehen, ja. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Genau. Es war mir eine Freude, Ihnen als Gesetzeshüter zu dienen. Gut. Ist das die... Die geht aber auch komisch hier, ne? Was ist das? The Walking Dead?
Junge, Junge, hier sind wieder Typen unterwegs, ne? Dem möchtest du nicht im Dunkeln begegnen. Halleluja. Da vorne sehe ich doch auch schon potenziellen Falschparker. Wir gehen das hier alles mal so ein bisschen durch. Einfach mal zu sehen, wie hier der aktuelle Stand ist. Deshalb nehmen wir mal alles mit, was da keucht und fleucht. Ja, der steht hier eindeutig auf dem Bürgersteig. Das ist nicht gut. Schauen wir uns mal das Kennzeichen an. Das sieht aber... Ja, das sieht okay aus. Hallo? Ich wollte schon sagen. Position und Ausrichtung. Zu weit auf dem Bürgersteig. Jawohl, ja. Ich sehe alles, Leute. Ich sehe alles. Naja, fast alles. So, auf was wartest du denn hier, Schätzelein? Willst du hier was verkaufen oder irgendwelche anderen Dienste anbieten? Keine Ahnung. Hallo, Officer. Können Sie mir bitte helfen? Jo. Moment. Hey, Officer, können Sie mir bitte weiterhelfen? Ah, jetzt. Wegweisen. Warum war das eben nicht da, oder habe ich das übersehen? Entschuldigung, Officer, ich suche nach dem Blackbird Theater. Wissen Sie, wo das ist? Sicher. Zeigen Sie mir... Das Geile ist, wir haben, ich glaube, gefühlt 100 Blackbird Theaters in gesamt Brighton. Blackbird, Blackbird. Da ist ein Blackbird. Da ist noch ein Blackbird. Ich denke mal, Vielen sie will Dank, das nächste Officer. Haben. Gern geschehen. So, die stehen hier aber auch wie Falschgeld rum, die Kollegen, ne? Sowas finde ich ja immer verdächtig, ne? Hat sie geregnet? Platzregen? Oder ist die Kanalisation hier undicht? Ich weiß es nicht. Werfen wir mal einen kurzen Blick hier auf unsere Bagaluten. Ja, also ich wollte es auch mal wieder spielen, mal ein bisschen Abwechslung. Ne? Wir sind in den letzten Tagen viel gefahren, beziehungsweise Querstrich geflogen, ne? Und was weiß ich alles. Und jetzt wollte ich mal wieder so ein bisschen, ja, schön Oldschool-Stuff, ne? Auch mal zu Fuß mit dem Auto unterwegs, ein bisschen, ansatzweise auch ein bisschen Action. Und, ach, guck mal hier, da ist schon mal der Nächste. Gut, dass der Kollege hier noch um die Ecke schaut, der Kollege Peru immer auf Zack. So, Nummernschild sehe ich jetzt schon, ist okay. Das hier ist überhaupt nicht okay. Also Nummer 1, erstmal natürlich abgelaufene Parkuhr. Aber das, da ist ja noch mehr. Ne? Er steht ja nicht nur auf dem Bürgersteig, er steht auch noch falsch rum. Also das wird eine bunte Sammlung hier. So, Nummer 2. Und Nummer 3. Auf dem Bürgersteig. Das wird ein teurer Spaß. Ja, da wünsche ich doch noch einen angenehmen Tag. Die Geldbörse lässt grüßen. Hey, Moment, was ist da los? Dieses Zusammentreffen hier sieht mir verdächtig aus. Wir behalten die Kollegen mal ganz kurz hier im Auge. Das sieht doch schon wieder verdächtig aus. Das werden da auf der Ecke nämlich immer mehr und alle sind am Telefonieren. Wenn mal da nicht einer von ein Dealer ist, der auf einen Kunden wartet. Warten wir mal ganz kurz. Vielleicht haben wir Glück. Na, sie ist am Telefonieren. Was hat der da einen Roller oder ist es die Parkuhr? Ich dachte echt jetzt, der steht auf so einem Scooter. Der steht hier direkt vor der Parkuhr. So, er ist am Telefonieren. Sie wartet hier irgendwie auf irgendwas, auf irgendwen. Oh. Oh, 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 oh. Ich stehe noch davor und er wirft Müll weg. Mein Freund, keine gute Idee. Umweltverschmutzung. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25. Warum ist das so teuer? Weil ich es so will. Ganz einfach. Alles gut. Einen schönen Tag noch.
Ich hätte eigentlich noch seine Papiere kontrollieren können, ne? Ich bin ja auch doof. Jetzt steht hier noch so ein Heini rum. Die ganzen Handyopfer hier. Guck sie dir an. Ist übrigens in Zypern hier genauso eine Krankheit wie auch in Deutschland. Ne? Die Leute laufen alle nur noch gebückt rum. Nicht nur, weil sie alle so gewohnt unterwürfig sind, sondern weil sie ganz einfach die Birne nicht vom dämlichen Handy-Display runterkriegen. Ist wirklich eine Weltkrankheit mittlerweile. Weißt du, nicht in der Lage, normal miteinander zu kommunizieren, aber Handy, weißt du, nonstop, 24 Stunden. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ne? Aber ne, werft mal so einen Blick über euren Displayrand, da ist das echte Leben. Nur so ein kleiner Tipp. So, es tut sich hier irgendwie nichts. Also genügend Bagaluten, die verdächtig aussehen, stehen rum, aber ich muss sie natürlich in Flagranti erwischen, bei der Tat. Vorher bringt das nichts. Ich will aber jetzt auch nicht hier ewig rumstehen. Das macht den Kohl auch nicht fett hier. Ich bin mal gespannt, ob sie diese PKW-Vibration, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aus dem Spiel rausbekommen haben. Wenn ihr so an Ampeln steht oder mal schärfer gebremst hat, dann vibriert das Fahrzeug noch auf der Stelle so vor sich hin. Es wirkt so ein bisschen merkwürdig. Ich bin mal gespannt, ob sie das jetzt mittlerweile mal entfernt haben. So, Unterführungen sind immer klasse. Da findet man immer irgendwas. Ob Parksünder oder versuchter Autoraub. Das wird gerne auch hier in den Unterführungen meistens gemacht, wie ich festgestellt habe. Deshalb werfen wir da jetzt mal einen ganz besonders intensiven Blick drauf. So, was ich noch sagen wollte, wegen dem eigentlich geplanten Special zu Police Simulator. Diese 8-Stunden-Schicht, werden die noch machen. Das ist jetzt aufgeschoben, nicht aufgehoben, aber technisch, ich traue momentan der PlayStation nicht mit den Live-Übertragungen. Ich muss erstmal zweifelsfrei sehen, wo da der Fehler ist. Sie hatten es ja in den letzten beiden Streams, dass die unterbrochen waren, weil die Qualität wurde unterm Stream auf einmal immer schlechter und auf einmal war es dann weg. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und das habe ich gesagt, wir lassen es erstmal. Sobald ich da einen neuen Termin habe, beziehungsweise mir sicher bin, ja, das haut auch hin, ohne Probleme, ohne Störung, werden wir das tun. Und ich werde euch rechtzeitig natürlich dann den neuen Termin bekannt geben. Auf YouTube natürlich, auf Facebook, auf Twitter, ne? Und wo ihr mich sonst eben halt überall findet, ne? Also einfach aufpassen, ein bisschen gucken, wird dann auch demnächst kommen. Also vorzugsweise wird es dann wohl ein Wochenende sein. Nee, dich wollte ich jetzt gar nicht ansprechen. Ich wollte eigentlich nur zurückgrüßen, aber das war der Falsche. Naja, gut. Weil ich will das mal versuchen, dass wir wirklich mal eine ganze Schicht wirklich mal durchziehen. Natürlich, soweit es geht. Ne? Wir dürfen natürlich vor Ablauf der gesamten Stunden nicht alle Charakterpunkte verlieren. Dann haben wir natürlich ein Problem, dann ist die Schicht relativ schnell beendet. Wenn die auf Null runter sind, wie gesagt, es wird auf jeden Fall ein Versuch. wer weiß, vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere, der das vielleicht mit mir in Koop, diese 8-Stunden-Schicht reißen möchte. Könnt ihr mir gerne dann schreiben, wenn ihr darauf Lust habt. Voraussetzung ist natürlich hier, dass ihr das Ganze auch auf der PlayStation bzw. PlayStation 5 spielt, damit ihr da natürlich dann auch mit einsteigen könnt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, wir haben schon gesehen, wir haben hier definitiv schon mal ein abgelaufenes Kennzeichen. Und parkt zudem noch frecherweise auf dem Bürgersteig. Es ist ja eigentlich weniger los, als ich mir eigentlich erhofft hätte. Das ist ja eigentlich auch so der Place to be für Graffiti-Künstler, die man hier im Spiel leider nur noch relativ selten findet, finde ich. Also früher waren die an jeder Ecke, das war natürlich auch wieder zu viel, aber jetzt sieht man sie fast gar nicht mehr. Das ist dann ja wieder nur ein bisschen zu wenig, ne? Das ist irgendwie mit der Balance haben sie es noch nicht so ganz drauf, aber gerade so ein Spiel ist, glaube ich, nie wirklich komplett fertig. Also üben wir uns weiter in Geduld und schauen mal, was weiterhin kommt. Ich denke mal so, man sollte sich jetzt vorerst nicht mehr auf irgendwelche weiteren Add-ons oder DLCs konzentrieren, sondern wirklich jetzt erstmal so
auf Grundlagen, Forschung bzw. Verbesserung. Ne? Ich glaube, das wäre ein ratsamer Weg. Ah, das ist wieder richtig schön, mal nach diesen ganzen letzten Folgen, wo wir eigentlich, ja, fast ausschließlich nur noch Highway. Wo will er denn hin? Warum rennt er denn, der Junge? Kannst du mir mal sagen, wo du hin willst? Hallo? Bleib mal stehen, Polizei. Sie waren schneller, als ich dachte. Na? Wenn ihr das schon sagt, dann hat die doch was hier am Stecken hier, ne? Ihren Ausweis, bitte. Was bei der Madame hier Phase ist. Da ist er. Wieso flüchtet die vor mir? Ich meine, ich kann sie schon jetzt allein fürs Flüchten festnehmen. So, die Jamie Melendez. Das würde schon reichen eigentlich für Haft, ne? Aber so Versicherung, ungültig, Waffenschein hat sie nicht. Oh, sie war schon wegen Erpressung und Kokainbesitz verurteilt. Das regt natürlich den Verdacht, dass hier eventuell was vorliegt, so Betäubungsmittelverstoß. Ich werde sie abtasten, für den Fall, dass sie etwas Illegales mitführen. Also sollte sie jetzt versuchen zu flüchten, dann ist sie natürlich... Ach, sie ist eine Graffiti-Sprüherin. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Ich habe die aber nicht sprühen sehen. Das ist das eben halt. Also dafür kriege ich sie nicht ran. Definitiv aber für die Flucht. Ja, da ist die zweite Sprühdose. Das ist eine Graffiti-Künstlerin. Ja, wie gesagt, das kann ich ihr jetzt nicht zur Last legen. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht beweisen. Aber, sie ist geflüchtet. Sie haben sich Vollstreckungsmaßnahmen widersetzt. Ich muss sie festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Sie sind ein lausiger Cop. Und dafür gibt's gleich noch einen obendrauf. Madame. So. Sie kommen mit aufs Revier. Genau. Das heißt, wir hoffen mal, wir kommen jetzt hier unfallfrei über die Straße, aber sieht gut aus. Ist jetzt nicht gerade so viel los. Dann verbringen wir die junge Dame mal hier in den Streifenwagen. Und dann würde ich sagen, Abfahrt in die Knastologie. Immerhin. Unsere erste Verhaftung heute. Ich finde es schön, jetzt nach den ganzen Highway-Strecken jetzt endlich mal wieder in der Stadt unterwegs zu sein. Weil die Stadt selber, ich finde die grafisch wunderschön. Ich finde das eine der schönsten Spielstädte, Städte, wie auch immer, die wir aktuell haben. Wirklich detailliert und liebevoll gemacht. Richtig schön. Also wenn ich es mir dann irgendwann mal die nächsten Monate irgendwann hole für das Steam Deck, würde ich da gerne auch mal einen Vergleich machen, wie das in der PC-Version ist, ob das vielleicht sogar noch ein Zacken schärfer ist, noch ein Zacken besser, ne? Oder ob sich das gleich bleibt eigentlich. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand. So, wo ist denn jetzt das nächste Revier? Ja. Sollten Sie sich keinen leisten können, wir müssen wenden. Das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? So, die Miranda-Rechte haben wir verlesen. Kollegin hat nichts zu sagen. Ich gehe mal von einem stillschweigenden Einverständnis also aus. Komm, lauf, Mensch. Galle. Um jetzt nochmal auf die letzten DLCs bzw. Skins zurückzukommen. Also ich hätte es fair gefunden, wenn man den Leuten wenigstens zur Einführung einen Skin für ein Fahrzeug gegeben hätte. Einen zivilen Skin. Ne? Zur Erinnerung, wir sprechen ja hier jetzt nicht von komplett überarbeiteten Fahrzeugen, sondern es sind wirklich nur die Skins. Ne? Ihr kriegt keine neuen Fahrzeuge oder so. Und wie gesagt, dafür ist mir der Spaß ein bisschen zu teuer, sehe ich jetzt nicht so ganz wirklich ein. Und wie gesagt, ich warte da dementsprechend, bis Angebote kommen. Oh, das ist ja mein Lieblingspark. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Ach, was haben wir da schon alles rausgezogen? Dann machen wir da doch gleich mal eine nette kleine Fußstreife. Wir kombinieren das heute mal so alles ein bisschen. Jetzt aber erstmal bringen wir die Kollegin hier unter. So, die
habe ich auf der anderen Seite hingesetzt, oder? Ja. So, da wären wir. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle. Absolut. So, aktuell sieht es jedenfalls bugtechnisch recht gut aus. Also gut, viel war da ja auch noch nicht los. Aber, ja, bis jetzt keine Bugs in Sicht. Also nichts, was mir jetzt auffallen würde. Bleiben Sie vorerst. Ja, okay. Da haben wir es. Das haben wir hier immer im Zellenbereich. Entweder wir haben das bis heute nicht gemerkt, was sehr merkwürdig wäre. Aber hier im Zellenbereich werden die Dialoge nie ganz ausgesprochen. Ne? Die brechen dann immer ab. Das ist ein bisschen doof. So, ich habe jetzt bewusst hier die Funksprüche auch ausgesetzt bzw. ausgeschaltet, ganz einfach. Dass wir hier in aller Ruhe uns wieder ein bisschen reinarbeiten können. Ich würde das jetzt auch gern demnächst mal wieder ein bisschen öfter, also jetzt nicht regelmäßig, aber öfter wieder mal mit euch zocken. Weil erstmal, ich habe einen riesen Spaß dran und ich weiß, viele von euch auch. Und deshalb machen wir das einfach mal wieder. So, ja, der Park, wie gesagt, immer ein dankbares Pflaster mit Taschendieben, Dealern, Säufern, was weiß ich, alles am Start hier. Also ich bin da guter Hoffnung, dass wir hier dann noch was abziehen können. Das Schöne ist ja an diesem Park, gleich neben der Polizeiwache. Ne? Also wir können mehr oder weniger, je nach Lust und Laune, die Leute selber zur Wache begleiten. Innerhalb kurzer Zeit. Oder gut, wenn man faul ist, kann man natürlich einen Kollegen abholen lassen. Ne? Aber wie gesagt, Officer? Ja, das Hallo. Ist keine große Entfernung. Wir müssen am Ende der Schicht mal gucken, wie viele Punkte uns noch fehlen bis zum letzten Dienststern. Das würde mich schon interessieren. Und insbesondere, was dann passiert. Hier irgendwo war noch so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Rondell, wo sich eigentlich fast immer Dealer rumtreiben. Mal sehen, ob wir heute auch Glück haben. Wir kürzen hier jetzt mal kurz ab. Ab durch die Büsche. Das müsste da hinten rechts sein. Nicht wundern, ich bin ein bisschen rotzig wegen der Klimaanlage, wie fast immer im Sommer. Ist absolut irre, ne? Ich lebe hier in der Hitze. Habe aber trotzdem, ja, ein Drittel der Zeit immer schnupfen, wegen der Klimaanlage. Heute ist wieder so ein Tag, weißt du, richtig schön schwül. Es ist nicht übermäßig heiß, aber schwül. Und du musst einfach hier ab und zu die Bude durchblasen mit der Klimaanlage. Es hilft nichts. Ne? Bloß meine Nase sagt dann, Alter, bist du bekloppt? Ich mach dicht, hab die Schnauze voll. Ja, und so ist es eben halt. Ne? So, das wäre jetzt eigentlich so die Ecke, die ich meinte. Ja, ich muss die Person natürlich sehen, sonst bringt mir das nichts. Ich kann jetzt hier nicht einfach auf Verdacht jemanden festnehmen, ich muss es sehen. Und Müll ist ja natürlich jetzt nicht ein Kapitalverbrechen, das ist... So, hier hinten, hinter der Kirche war auch noch so ein Platz. Schauen wir mal, ob da was los ist. Also, ich würde sagen, da ist auch so ein Platz, wo öfter mal Dealer rumsträuchen. Diese Kirche hier, die werde ich mir bei Bedarf, jetzt nicht, aber bei Bedarf nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die eine Folge erinnert, man konnte da wirklich reingehen, ist aber dann auch gleich im Boden versunken. Unheilbar. Also, da bist du auch nicht mehr rausgekommen. Völlig irre. Ich würde gerne mal wissen, ob das immer noch so ist oder ob sie das gefixt haben. Also wenn sie das so technisch nicht gefixt kriegen, dass man da nicht durch den Boden fällt, dass sie wenigstens da die Luke dicht gemacht haben, dass du wenigstens nicht reinkommst oder in den Boden reinfallen kannst. Fällt mir gerade mal so ein, wo ich die Kirche sehe. Ich erinnere mich noch sehr genau an diese sehr gruselige Szene. Sozusagen eingesperrt in der Gruft der Kirche. Brauche ich nicht nochmal.
Also heute hat mich irgendwie mein Glück verlassen, glaube ich. Nichts unterwegs, kannst du dir nicht vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Noch nicht mal ein kleiner Verstoß, noch nicht mal Leute hier. Aber so, der Park selber finde ich richtig schön gemacht. Hallo, Officer. Hallöchen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Kann ich noch zurückgrüßen? Hallo. Ja. Ich grüße immer, nicht nur, weil ich ein netter Mensch bin. Das sind Punkte, die kriegen wir umsonst. Wenn ich Punkte dafür kriege, wenn ich den Gruß August mache, dann nehme ich das natürlich mit. So, sorry, hat sich jetzt nicht so schön angehört, aber es rotzte gerade so ein bisschen. Entschuldigung. Das ist enttäuschend hier. Ich glaube, ich steige wieder in den Wagen. Na gut. Schade, sonst haben wir wirklich aus dem Park immer irgendwas rausgezogen oder irgendjemanden. Ich bin gerade überlegen. Nehmen wir mal den hier. Ich glaube dasselbe, ne? Aber ist egal. Der ist wenigstens voll getankt hier. So. Ich glaube, wir fahren gleich mal hier rechts. So, ist hier was Auffälliges? Wo rennt sie denn hin? Alter, wo ist mein Menü? Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Schließen Sie die Tür und nehmen Sie die Hände über den Kopf. Alter, vor meinen Augen will die hier ein Auto klauen. Ja, so ist brav. So ist brav. Schön liegen bleiben, keine Bewegung. Alter, so weit kommt's noch hier. Ich glaub, es hackt. So, Tatort. Autodiebstahl. Sie haben versucht, ein Fahrzeug zu stehlen. Und dafür nehme ich Sie fest. Bitte, nein. Oh, doch. Moment. Hat er uns jetzt gerade 40 Punkte abgezogen? Moment, wir haben die doch auf frischer... Moin. Hallo. Wir haben die doch auf frischer Tat ertappt hier, oder nicht? Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso haben wir jetzt Punkteabzug? Vielleicht kann mich da ja jemand erleuchten, ne? Einfach mal in die Kommentare schreiben. So, Samara Guerrero. Der Ausweis ist seit 2 Wochen abgelaufen. Waffenschein hat sie nicht. Alkohol am Steuer. Eieiei. Hat ja schon eine bewölkte Akte hier, ne? Alkohol riechen wir auch noch. Aber, ja. Ich meine, so oder so. Wir haben sie ja sowieso am Sack sozusagen. In dem imaginären Sack. Bitte kooperieren Sie. Ich werde Sie auf die Polizeidienststelle bringen. Aber warum hat er die Punkte abgezogen? Das müssen wir auf jeden Fall uns anschauen, wenn die Schicht beendet ist. Achten Sie auf Ihren Kopf. Das sind schon 40 Punkte. Hallo, das ist ein Drittel, fast etwas über ein Drittel unserer Charakterpunkte. Viertel, Entschuldigung.
haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann und wird... So, zweite Verhaftung heute. Guter Schnitt für die kurze Zeit, finde ich. Witzig, die Antworten nie auf diese Frage, ne? Wäre auch mal schön, wenn sie ja sagen, nein oder einen dummen Kommentar stattdessen abgeben. Nur mal so als kleine Idee. Ne? Da müssten die ja nicht viel machen, einfach nur einen Soundfile ihm halt hinzufügen. Ah, es wäre schön, wenn die mal drauf reagieren würden, wenn man ihnen die Miranda-Rechte vorliest. Wieso packe ich eigentlich die immer auf die andere Seite? Naja, egal. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel. Sie hat versucht, das Ding zu knacken. Wir haben sie gestellt. Wahrscheinlich, was ich vermute, ist, dass ich vor ihr ja sozusagen den Verdacht begründen müsste. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Weil, dass sie schuldig ist, steht außer Frage. Wir haben es ja auch gesehen. Bitte bleiben Sie ruhig. Ja, wir haben ja auch recht. Die Punkte dafür gibt es ja auch. Bloß die Verhaftung selber habe ich einen Fehler gemacht. So, adios. Naja, immerhin. So ein bisschen was geht heute. Da war ein Fahrzeug, das hat eine rote Ampel überfahren. Mal sehen, ob wir das noch einholen hier. Ja, da ist er. Schnelle Reaktion ist alles, ne? So, jetzt haben wir wieder diese Situation. Setzt er jetzt rüber oder nicht? Bleibt er jetzt so stehen? Wo fährt er denn ganz hin? Also wirklich an den Arsch der Heide, auf Deutsch gesagt, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, dann lass ich mal mein Blaulicht an. Nicht, dass uns da noch hinten einer reinsemmelt. Werfen wir mal einen kurzen Blick hier auf den Wagen. Ich möchte jetzt hier keine Fehler mehr machen. Jetzt haben wir nur noch 60 Charakterpunkte. So. Das war die rote Ampel, genau. Mal, der Wagen hat schon ein bisschen was mitgemacht, wenn ich mir die Lackierung hier angucke. Dann schauen wir mal. So, rote Ampel. Ich habe Sie angehalten, weil Sie über eine rote Ampel gefahren sind. Ich wollte ja bremsen, habe aber das Gaspedal erwischt. Was? Echt jetzt? Okay. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein auch werfen. Also, was die für Ausreden schön, teilweise Officer. Haben, kannst du dir nicht ausdenken. So, wen haben wir denn da? Advika, was? Advika Mathias. Mathias. Oh, der Ausweis hat aber schon bessere Zeiten gesehen, nämlich vor 2-3 Jahren. Der ist nämlich abgelaufen. Immerhin. Versicherung passt. Ja, das hätte ich bei dem anderen übrigens auch eigentlich monieren können, aber der war ja sowieso fällig. Okay. Gut. Angst hat sie. Dann wollen wir mal gucken, warum sie Angst hat. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Dann wollen wir doch mal sehen, warum sie ängstlich ist. Hat sie da Grund für? So, Schätzelein, unterhalten wir uns mal, ne? Du und ich hier, auf du und du. Wir fangen mal an hier mit dem Lappen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ach, kommen Sie schon, so viel? Ja, es wird leider auch sogar noch ein bisschen mehr tatsächlich. Aber jetzt machen wir erstmal Alkohol- und Drogentest. Alles klar, ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind.
Okay, das ist schon mal auf 0,0. Das ist schon mal in Ordnung. Wie sieht's mit Drogen aus? Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. An der Stirn wirst du das nicht messen können, du Vogel. Wo hat denn der seine Ausbildung gemacht? Das übrigens passiert öfter, wenn der Charakter nicht komplett auf derselben Ebene steht wie ihr. Ne? Also ihr seht hier, mit einem Bein steht die unten auf der Straße, nicht auf dem Gehweg. Deshalb setzt er jetzt also die Prüfgeräte auch falsch an. Da gab es schon peinlichere Situationen, die sich da durch ergeben haben. Die waren dann auch ja schon fast nicht mehr jugendfrei. Man muss sagen, wie es ist. Ah, Mist, jetzt haben wir doch noch einen Abzug. Ich hätte sie... Ja, was? Die verdächtige Person flieht? Wo sind? Echt jetzt? Das wäre jetzt nur eigentlich ein Schein wegen einer runden Ampel gewesen. Jetzt macht die sich vom Acker. Was ist denn da los? Ist die doof? Was frage ich? Natürlich. Ich hasse es, wenn sie das tun. Oder wie hieß es in Little Red Man immer so schön? Ich bin zu alt für die Scheiße. Nächstes Mal werde ich nicht mehr wegrennen. Das ist die beste Idee des Tages von dir, meine Beste. So, ich will jetzt gleich mal wissen, warum die so läuft. Nur für den Fall, dass sie etwas Illegales bei sich tragen. Ich meine, jetzt ist sie sowieso fällig. So oder so. Warum läuft die so? Ich muss sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Im Wagen war nichts. Jetzt erstmal... So haben wir auch nichts an ihr gefunden. Ah, Springmesser, Wurfstern. Ja, ich glaube, damit habe ich keine weiteren Fragen. Illegaler Waffenbesitz. Springmesser. Ich muss Sie wegen Mitführens eines Springmessers verhaften. Dies ist gesetzeswidrig. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. So, dann nehmen wir sie doch gleich mal mit. Ich werde Sie nun zur Polizeidienststelle begleiten. Es hätte nicht so enden müssen, aber Madame will hier die Leichtathletin machen. Dann, ja, muss sie da durch, ne? Das ist... Junge, Junge, immer diese Loferei, Leute, es lohnt sich doch nicht. Papa Peru ist doch eh schneller. Ja, ich hätte mir das mit dem Sparen vom Wagen, hier, das Durchsuchen vom Wagen sparen können. Deshalb habe ich auch nochmal 5 Abzüge bekommen. Also nur weil jemand ängstlich aussieht, ist das keine Grundlage, jetzt seinen Wagen zu durchsuchen. Das war jetzt mein Fehler. Beim Autodieb hätte ich es besser wissen müssen. Ne? Also, wie gesagt, ich habe ihn nicht belehrt. Weshalb er oder sie in dem Fall festgenommen wurde, das haben sie mir eben halt abgezogen mit 40 Punkten. Hier jetzt nochmal 2 oder 5 Punkte, keine Ahnung. Da bin ich selber schuld. Aber wie gesagt, ich habe es auch länger nicht gespielt. In die Feinheiten muss ich jetzt wieder so ein bisschen reinkommen. Also so ganz weg ist es ja nie, ne? Aber so die kleinen Feinheiten, da muss man immer wieder mal so ein bisschen sich reinfuchsen wieder, wenn man länger Pause gemacht hat. Was ist das? Achso, das ist ihr Wagen. Achso, die müssen wir gleich auch noch abschleppen lassen, weil sie wird damit definitiv nicht mehr fahren. So, hinein in die gute Stube. Guti, dann sehen wir mal zu, dass die Karre hier wegkommt. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen. Da kommen die Kollegen schon. Die sind so schnell, wenn das im richtigen Leben so wäre. So, wir müssen ganz kurz die Strecke zum Revier markieren. Oder ist sie noch markiert? Die ist sogar noch markiert. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand. Also so gesehen, so schlecht läuft das hier gar nicht. Hier haben wir einen Unfall, dafür habe ich jetzt aber leider keine Zeit. Sie haben einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, lohnt sich es eigentlich gleich nochmal loszufahren? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt nachdem... Wir müssen mal gucken. Ich denke mal, ich habe das Gefühl, wenn wir sie eingelocht haben, ist die Zeit genau vorbei. Ist meine Vermutung. Wenn nicht, gucken wir nochmal kurz vor die Haustür, ob da sich direkt vor unserer Wache was abspielt.
Ansonsten haben wir die Streife eigentlich hinter uns. So, da sind wir doch. Home sweet home. So, diesmal war ich schlauer. Ich habe die Madame auf meine Seite gesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt nicht lang um den Wagen rumtuckern. Ja, drei Verhaftungen hier. Das ist okay in einer knappen Stunde, finde ich. Hier ist gerade frei, wunderbar. Bitte bleiben Sie ruhig. Ja, da sehen wir es wieder, ne? Das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Das passiert grundsätzlich im Zellenbereich. Da wird das Audiofile nicht ganz abgespielt. Vielleicht hat ja mal jemand die Gnade von Astragon und schaut sich das mal an hier bei uns. Oder auch bei anderen Kollegen, da ist der viele natürlich genauso. Dass mal dieses Soundfile repariert wird, bitte. So, wie ich sehe, so ein, zwei Minuten hier haben wir noch. Das heißt, ich werde mal kurz hier nochmal die Straße rauf und runter gehen. Ich erwarte da jetzt nichts mehr, aber nutzen wir die paar Minuten noch. Vielleicht haben wir ja noch so ein kleines Vergehen, wo wir eingreifen können. Aber es lohnt sich jetzt nicht mehr, mit dem Fahrzeug loszufahren. Ihre Schicht ist um. Ja, genau so habe ich es mir nämlich gedacht. Ne? Okay. Feierabend, wie das duftet. So. Sehr schön. Also ich fand es schön. Mal wieder so ein bisschen Stadtverkehr hier. Ne? Habe ich auch ein bisschen vermisst. Autobahn, Highway ist auch cool. Ne? Aber hier ist natürlich doch viel mehr los. Und auch vielfältiger die Fälle. Ne? Ist natürlich klar. Gut. Dann schauen wir uns mal die Schicht an und die Ergebnisse. So, dann lass mal reinschauen. Wo haben wir denn so richtig, richtig geloost? Wo sind uns diese... Hier, der Fußgänger. Entschuldigung. Unrechtmäßige Verbrechensbekämpfung. Unrechtmäßig mit Handfeuerwaffe zielen. Moment, dafür, dass ich sie nur in Schach gehalten habe mit der Waffe, das haben sie mir abgezogen. Das haben sie aber vorher nicht gemacht. Das war völlig adäquat, die Leute aufzuhalten. Ich darf nur nicht schießen. Oder sehe ich das falsch, Freunde? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Ich finde das sehr, sehr merkwürdig. Also die haben tatsächlich hier einmal, zweimal, dreimal die Handfeuerwaffe ziehen, genommen und mir abgezogen. Mit 30 Punkten. Und dann haben wir hier noch einmal als Bonus sozusagen nochmal 10 Minus für unrechtmäßige Verbrechensbekämpfung. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich interessieren. Weil ich sehe das nicht ganz so. Ne? Bin mal gespannt, wie ihr das seht. So, das hier sehe ich ein mit dem Verkehr. Das, ne, da habe ich hier... Hier diese minus 2, ne? Die Fahrzeugkontrolle. Es war eben halt nicht genügend Verdachtsmoment da. Ne? Das ist einfach so. Das ist völlig okay. So, lass uns mal gucken. Wir haben aktuell 2862 Dienstpunkte von 6400. Ne? Also wir haben ein Drittel schon geschafft. Dann haben wir den letzten Dienststern. Und ja, wie gesagt, dann erwarte ich zumindest eine goldene Uhr oder... Was der Teufel, was? Freunde, das soll es für heute hier jetzt mit dem Police Simulator Patrol Officers gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Läutet die Glocke, damit ihr auch die nächsten Folgen natürlich nicht verpasst. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss, tschüss.